Ja, Stefan, Gratulation an dich und deine Mannschaft. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit ein Spiel erlebt, wo es hin und her ging, wo viele Chancen auf beiden Seiten waren. Anfänglich Dresden ganz stark, da mussten wir eine gewisse Phase überstehen, hatten dann aber im Gegenzug auch die eine oder andere Möglichkeit. Es war ein sehr offenes Spiel eigentlich, hätte es in der Halbzeit auch schon 2-2 stehen können. Dann gehen wir 0-0 in die Pause und kommen dann raus. Und da habe ich schon ein Gefühl, dass wir einfach, ohne große Chancen zu haben, in der zweiten Halbzeit einfach mehr wollten. Waren eigentlich ganz gut im Spiel und Knackpunkt war für mich ganz klar das 1-0, wo wir kollektiv im Tiefschlaf waren, wo wir einfach sehr naiv verteidigt haben, den Freistoß. Dass wir dann aufmachen mussten, ist klar, dass wir nochmal alles mobilisiert haben, haben versucht nochmal den Ausgleich zu erzielen, waren dann aufgestanden, haben das 2-0 hinnehmen müssen. Insgesamt ein enges Spiel, gefährlicher, guter Gegner, wussten wir, mit sehr guten Offensivspielern. Und es tut weh, die Niederlage heute, aber sie ist auch nicht ganz unverdient.